Also, Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Alex! Oh Mann, er ist es wirklich. Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Ich wäre cool mit einer Umarmung. Oh, gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Ich bin gewachsen, hä? Ja, ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Na klar, rocken wir los. Kein Plan, wo das herkam. Ich auch nicht. Aber mir gefällt der Spirit. Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen.
Willkommen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Hab ich gemerkt. Willkommen in Haven. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Hey, Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was deine größte Schwäche? Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen, eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Ich würde ehrlich sein. Das ist oft nicht leicht, aber dann wirkst du viel authentischer. Sag ich ja. Wow. Ihr beiden scheint mir jetzt schon ein echtes Dreamteam zu sein. Sieht so aus. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Also? Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde, naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Darf ich anschreiben? Ja. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Alles klar. Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um, bevor wir gehen. Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Schade. Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Der hat so einiges gesehen. Perfekt. Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es wohl kaum erwarten. Oh Gott, bitte hört auf. Zu hart? Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Oh, wer die wohl sind? Süß, oder? Ja. Sind das deine Großeltern? Nein. Aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Wenn sich Riley so viele Gedanken macht, ist diese Stadt vielleicht doch nicht so übel.
Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Kann los. Danke. Wir sehen uns, Riley. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Schritt 1, die Sache mit Charlotte wieder gerade biegen. Schritt 2, Alex und Charlotte werden beste Freundinnen und alle sind glücklich. Gabe ist echt nervös. Er will, dass es mir hier gefällt. Wirklich lieb von ihm. Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi, Ethan. Ich bin Alex. Was liest du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Ich würde lieber Feuer verschießen und meine Gegner zu Asche verbrennen. Was, wenn der Feuerring versehentlich beim High Five losgeht? Zu riskant. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals.
Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist... wirklich mal was Besonderes. Ist eine ziemlich unbekannte Platte. Der National Park Service gab ihr 5 Sterne. Also, bist du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Na klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Kein Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Ich könnte stundenlang hier sitzen. Vielleicht werde ich das auch. Also, das ist Haven Springs. Eine winzige Stadt mit eigener Radiostation, Plattenladen und Apotheke tief in den Bergen. Für die Fahrt hierher braucht man auf jeden Fall einen starken Magen. Moment, ist das die Warteliste? Ganz ruhig, ich will nur kurz... Okay, alles gut. Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken, falls wir es finden. Hilf mir mal. Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug.
Vielleicht in der Box? Was wäre, wenn er nichts anderes mehr hört als Smash Mouth? Und vor allem Coverbands. Ugh. Dann enterbe ich ihn. Scheiße. Vielleicht da drin? Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Nichts. Vielleicht ist es in dem Karton. Und da haben wir es. Gut geraten. Halt die Ohren steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Ha! Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Wow. Gute Idee. Danke. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Also klar. Ja, ich kann sehen, warum Gabe so gut hierher passt. Moment. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Ehrlich gesagt, war er ein ziemlich cooler älterer Bruder. Er hat geraucht, was ich damals echt mega fand. Und irgendwie bekam er sein erstes Tattoo mit 12. Mann, das ist wirklich ziemlich cool. Okay, das sind dann genau 20. Nein, dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt schon wieder an? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Du bist... Nein, Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gerne übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon auf dem Weg. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay? Sorry. Ich war gerade irgendwie neben der Spur. Danke. Ist okay. Ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Wir haben uns unterhalten. Über Vogelrufe und Vogel-CDs. Er ist ganz vernarrt in Vögel. Schuldig. Du weißt schon, dass sie hier bleiben soll, oder?
Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren. Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was geht, Monsterjäger Thaynor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Was ist los? Ja, du bist nur wie Pooh der Bär für Ethans Christopher Robin. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Außer dass, naja, du datest seine Mom. Dann kennst du meine Pooh der Bär Fanfiction noch nicht. Wow. Was? Gehen wir deine Sachen ablegen? Okay, so sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber, ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja, heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Glaube ich gern. Na, sieh mal an. Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt. Hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet.
Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Ist nicht dein Ernst. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Gabe, es ist super. Schön. Wirklich? Ich bin echt sprachlos. Wie wär's mit Danke? Oder du bist der Beste? Oder ich nenne mein erstes und drittes Kind auf jeden Fall Gabriel oder Gabriella. Geht klar. Haben wir die Sache mit dem Ich-Anstarren nicht schon hinter uns? Naja, ich hab mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Du hast dich kaum verändert. Wirklich? Siehst immer noch aus wie 15. Klappe. Ich meine, klar bist du ein Mann, weißt du? Aber du hast immer noch dieselben Gesichtsausdrücke und so. Du bist immer noch du. Danke. Was gut ist, denn wenn du nicht mehr du wärst, müsste ich dein Geschenk jemand anderem geben. Was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Mann, ich komme nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Oh nein. Bitte nicht. Sorry. Ist zu spät. Oh ja, zeig's ihnen. Lebenslange Übung. Du bist dran. Gut.
Du hast keinen Beat verpasst. Ach, warte kurz. Ja? Hey, Mac? Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschalten konnte! Nein, nicht hier! Es gibt keinen Grund, Mac. Du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir! Wollte nicht. Ist schon okay. Deine Schwester ist echt gestört. Verflucht, ihr könnt mich beide mal. Es tut mir so alles leid. Gut. Fuck. Gabe, Alex. Warte. It's okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Am besten packe ich erstmal aus. Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad noch kein völliges Arschloch. Alex? Soll ich mir das wirklich ansehen? Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd.
Anita und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. Wow, Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Riley, hör mir doch zu. Seine Geschichte stimmt nicht. Der steht auf dich. Schatz, er hilft mir nur bei der College-Bewerbung. Wusstest du schon, dass Typen manchmal auch einfach nett sein können, ohne etwas dafür zu erwarten? Ein Schulabbrecher, ein Typ, der im verfluchten Jugendknast gesessen hat, will dein Lernkumpel sein, weil er so ein großes Herz hat, oder was? Oh mein Gott, Mac, wir sind nur Freunde. Zwischen Gabe und mir läuft nichts. Mac hat Rileys private Nachrichten gelesen? Boyfriend des Jahres. Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Wenigstens habe ich mich vor Ryan und Steph zusammengerissen. Wow, sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Ich freue mich wirklich für dich, Gabe. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber... mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Oh Gott, Shushu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Ethan hat echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. Ich habe nie wieder was von Sydney gehört. Hoffentlich geht's ihr gut. Wenigstens war ja nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Jesse, mein Fels in der Brandung damals in der Wohngruppe.
Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Ich pack den Rest später aus. Nicht dein Ernst. Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt?
Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Ryan, vergiss es. Lass das. Du musst dich um dich selbst kümmern. Hab Mac verarztet. Schauen wir uns dich mal an. Ein paar Jahre Erfahrung als Kellnerin. Vielleicht nicht ganz so lange. Aber ja, ich habe so einiges getan. Willst du eine Schicht? Vielleicht gefällt's dir ja. Klar. Alles klar. Also, wir müssen uns um ein paar Gäste kümmern. Ducky und Diane dort drüben. Steph sitzt hier. Und der Tisch da drüben müsste abgeräumt werden. Du kannst mir die Bestellung weitergeben. Und ich kümmere mich um alle an der Bar, okay? Okay. Es ist echt schön, dich hier zu haben. Danke. Kann ich euch beiden etwas bringen? Miss Chan, endlich hier, um das Geheimnis zu lüften. Hi. Ich bin Reginald McAllister, der Dritte. Ducky nennen mich meine Freunde, ehemaliger Unternehmer, jetzt im Ruhestand. Und diese junge Dame ist Diane. Hallo, freut mich. Ich wusste gar nicht, dass... Dass wir alle wissen, dass du hierher kommst? Ja, Gabe verbreitet gern Freundlichkeit und Informationen.
Du bist aus Portland, richtig? Ich bin vor 6 Monaten aus DC hergezogen. Und wie gefällt dir die Kleinstadt? Ich wusste nicht, was ich erwarten soll, aber es ist ziemlich perfekt. Es fühlt sich wie zu Hause an. Ich weiß, kenne ich. Ich dachte echt, ich würde es hassen. Dann sah ich die Berge, traf ein paar Leute und jetzt will ich nicht mehr weg. Diane ist Geologin und arbeitet seit kurzem als Prozessmanagerin für die Typhon Minengesellschaft. Ich bin froh, dass ich nicht der einzige Neuzugang bin. Kann ich euch vielleicht etwas bringen? Oh ja, wir sind super hungrig. Ich hätte gern einmal den Spezialbraten mit Pommes. Einen Cheeseburger mit Pilzen. Und mein übliches Getränk. Jet weiß schon Bescheid. Okay, ich gebe eure Bestellung weiter. Danke. Hey, Jet. Ja? Ich habe eine Bestellung von Ducky und Diane. Schieß los. Ein Burger mit Pilzen. Okay, und? Ein Spezialbraten mit Pommes. Und, will Ducky das Übliche? Ja, will er. Er mag einen ganz bestimmten Roggenwhisky. Ich habe eine Flasche nur für ihn. Das ist komisch. Ich sehe sie nicht. Oh, Moment mal. Ich wette, Ducky hat die Flasche gestern mit nach oben genommen. Er und Gabe haben nach Ladenschluss weitergebechert. Ach ja? Ja, das geschieht ihm recht, wenn du mich fragst. Aber geh ruhig hoch und such danach. Er wäre sicher dankbar. Oh, falls du sie nicht finden kannst, Deputy Pike war auch dabei und weiß vielleicht was. Normalerweise ist er um diese Zeit hier. Er kommt bestimmt bald. Es muss irgendwas in der Nähe der Black Lantern geben, das mir hilft, Duckys preisgekrönten Whisky zu finden. Das sieht radioaktiv aus. Alex, oder? Ich bin Steph. Hey, willst du was essen oder trinken? Nein, nein, ich brauche nichts. Aber danke. Tut mir leid, dass ich im Plattenladen nicht quatschen konnte. Setz dich doch hin, dann quatschen wir jetzt. Ist das die Liste aller Platten? Nein, das ist mein Charakterblatt. Weißt du, was ein Lab ist? Ja. Live-Action-Roleplay, oder? Real-Life-Fantasy-Kämpfe. Ja. Gabe und Ethan haben über ein Lab gesprochen. Ja, das ist nächste Woche. Sie fahren mit mir hin. Ist ihr erstes Mal. Ich bin voll aufgeregt. Meinst du, du wärst irgendwann auch mal dabei? Klar, ich probier's aus. Wenn du und Gabe es mögen, muss es richtig Spaß machen. Mega. Ist das dein Shot? Was ist das? Das ist verzauberter Kiwi-Schnaps. Den bestellt sonst niemand, also bringt Gabe ihn mit dem Jukebox-Game unter die Leute. Das Jukebox-Game? Es ist wie eine Kurzversion von Wer bin ich? Nur hier geht es um Songs. Wer falsch rät, der trinkt einen Shot. Ryan und ich wollten spielen. Spielst du für ihn? Nein, danke. Der Kurze sieht etwas zu verzaubert für mich aus. Okay. Sag Bescheid, wenn du Bock hast. Hängst du viel mit Ryan rum? Die ganze Zeit. Außer wenn er mich für Gabe sitzen lässt. Sie holen einen Verbandskasten. Er spielt wieder den Helden. Ryan macht das jedes Mal. Liegt wohl in der Familie. Hast du von Jets Rettung gehört? Das war eine große Sache. Als er noch in der Mine war, rettete er... Ich glaube ja nicht. Alex freut sich sicher auf viele Haven-Infos. Sorry, Jet. Er gibt nicht gerne damit an. Aber wenn du dich umsiehst, findest du überall Infos dazu. Interessant. Ich sollte jetzt weiterarbeiten. Okay.
Immer diese Jungs. Nichts als Streit im Kopf. Wird Zeit, dass sie erwachsen werden. Er hätte Gabe mal mit Dad erleben sollen. Seitdem ist viel passiert. Scheiße. Jetzt hat Mac Angst. Wenigstens dreht er nicht durch. Dann lässt er mich nicht die Kontrolle verlieren. Du Idiot. Du wirst sie verlieren. Du wirst sie verlieren. Und das ist alles deine Schuld. Wenigstens damit hat er recht. Wow, ich habe Mac ordentlich erwischt. Scheiß, Alter! Kann ich kurz mit dir reden? Was willst du von mir? Hör mal. Was oben passiert ist, war komplett gestört. Von uns beiden. Was genau meinst du damit? Riley ist auf dem Weg hierher. Sie ist ziemlich sauer und... Es würde nicht helfen, alle Details auszuplaudern, okay? Du willst also, dass ich lüge, um deinen Arsch zu retten? Nein. Nein, lass mich. Überlass das mir. Warte, sie macht sonst sicher Schluss mit mir. Wir sind seit 4 Jahren zusammen. Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Bitte, hilf mir dabei. Ich weiß nicht, Mann. Scheiße. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Oh mein Gott, was ist mit deinem Gesicht? Ist halb so wild. Lass. Was hast du dir dabei gedacht? Wo ist Gabe? Was interessiert dich das? Weil mein angeblicher Freund sich gerade mit ihm geprügelt hat. Also ganz ehrlich, es reicht. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung, sonst war's das. Das war nicht meine Schuld. Ich wollte nur mit ihm reden. Worüber denn? Über dich! Und warum ihr euch ständig hinter meinem Rücken trefft. Okay. Und wie kam es zu der Schlägerei? Das Arschloch hat mir einfach eine verpasst. Okay, also nicht direkt eine verpasst, aber... Er hat eindeutig angefangen. Oh Gott. Warst du auch da? Ja, ich war da. Mac erzählt totalen Schwachsinn. Weißt du was? Das überrascht mich wirklich kein bisschen. Was ist wirklich passiert? Riley. Mac kam reingestürmt, beschuldigte Gabe, mit dir zu schlafen, verpasste ihm eine und trat dann auch noch auf ihn ein. Riley, hör zu. Und was ist mit Macs Gesicht? Das war ich. Okay. Klingt, als hätte er es verdient. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Warte, was ist mit uns? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich schäme mich gerade so sehr für dich. Sind wir... noch zusammen. Was denkst du denn, du Scheißidiot? Nein! Alex Chen? Sie greifen Mac Loudon an ihrem ersten Tag hier an, hm? Ich bin Jason Pike, Deputy Sheriff. Ich muss sie zur Befragung auf die Wache nehmen. Mac hat Gabe angegriffen. Er ist der, den sie wollen. Dein Gesicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Oh, Mann. Oh, ich mach nur Witze.
Niemand steckt in Schwierigkeiten. Ach, Gabe und ich verarschen uns immer. Ich wurde noch nie von einem Polizisten verarscht. Sie haben mich echt erwischt. Freut mich, dass du darüber lachen kannst. Willst du vielleicht einen Drink? Vielleicht. Ich bin gerade bei der Arbeit. Gut, ich bin in der Bar. Wenn du was trinken willst, komm einfach rum, okay? Avon ist schön. Ich wünschte nur, es würde sich wie zu Hause anfühlen. Es wird es hoffentlich bald für uns. Ich musste nur mal Luft. Mist, ging der Scherz zu weit? Habe ich vielleicht übertrieben? Es war gewagt, das muss ich schon sagen. Hey, Alex! Hast du gestern mit Ducky und Gabe rumgehangen? Wer's verraten? Ducky hat anscheinend seinen Lieblingswhisky verloren. Ist der vielleicht oben? Oh, Mist. Hast du ihn damit vielleicht gesehen? Nee, als ich ging, war er immer noch hier unten. Oh, weißt du was? Schau mal auf Gabe's Wall of Shame. Da findest du vielleicht belastende Beweismittel. Okay, danke. Werde ich. Tja, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Bis dann, Alex. Ducky? Jet glaubt, du hast deinen Whisky gestern mit nach oben zu Gabe genommen. Weißt du zufällig, wo er sein könnte? Ja, ich erinnere mich an absolut nichts von letzter Nacht. Wirklich? Was ist mit deinem Handy? Hast du Fotos gemacht oder telefoniert? Ja, schau doch mal. Oh Mann. Wie kann ich mir auf diesem Ding die Fotos angucken? Cool. Armer Ducky. Ich sollte das nicht lesen. Sorry, nichts Nützliches. Nun, danke für die Info. Das ist ja von gestern. Okay, es war Colonel Ducky auf Gabes Couch mit einer Flasche. Okay, sehen wir mal, ob ich Duckys Whisky hier oben finde. Aha! Den habe ich oben gefunden. In Gabes Couch. Welche Erleichterung! Vielen Dank, Alex! Aber gern geschehen, Ducky. Darf ich eingießen? Oh nein, nein! Die Ehre gebührt mir. Auf Miss Alex Chen, die beste Detektivin der Welt. Auf Alex. Prost. Ich habe gemacht, was Jet wollte. Ich sollte ihn fragen, ob er noch was braucht. Bist du fertig mit allem, was du tun wolltest? Ja, ich habe mich um alles gekümmert, was du erwähnt hast. Gibt es noch etwas, das ich tun soll? Nee, die Jungs sind gleich zurück. Wenn man vom Teufel spricht. Wie fühlst du dich? Weder gut, noch schlecht. Alex ist für dich eingesprungen. Echt jetzt? Wir müssen reden. Ich warte auf dem Dach, okay? Okay. Das wär's dann für heute. Ich weiß ja nicht, wo du vorher gearbeitet hast, aber du musst noch einiges lernen. Man lässt einen verletzten Mann nicht so lange warten. Schau lieber mal nach ihm. Danke. Na dann, bis morgen. Okay. Ich sollte mit Gabe reden.
Wie geht's deinem Kinn? Tut es sehr weh? Hör mal, Gabe, es tut mir wirklich so leid. Was? Ich. Der Move war doch geplant. Nein. Naja, nur so halb. Also, brauchst du einen Manager für deine Cagefighter-Karriere? Gabe, es tut mir so leid. Wie vielen Leuten hast du schon, naja, die Knochen gebrochen? Mann, es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Entschuldige dich nicht. Mir geht's gut. Aber wo wir gerade davon reden. Mir war nie klar, dass ich ein verrückter Mensch bin? Nein, komm schon. Mir war nie klar, was du durchgemacht hast. So ganz allein. War schon okay. Als ich dich von Mac weggezogen habe, du mich geschlagen hast, war ich wütend. Aber wie du ihn auseinandergenommen hast, hast du schon mal gemacht. Kinder in Heimen prügeln sich. Oft. Ich habe gelernt, mich zu verteidigen. Scheint so. Ich kann sehen, dass du zu kämpfen hast. Etwas quält dich. Willst du darüber reden? Ich will ja mit Gabe reden. Aber was soll ich ihm nur sagen, um die Sache mit Mac zu erklären? Mit mir. Stimmt. Etwas nicht. Ich weiß, was andere Leute fühlen. Ich kann eine Aura um sie herum sehen. Und wenn die Gefühle stark genug sind, wenn sie wütend oder traurig oder ängstlich sind, fühle ich es auch. Und verliere die Kontrolle. Und das passiert schon sehr lange. Wie bei Mac. Ich spürte all die Wut, als wäre es meine. Ich denke, dass Macs Wut recht offensichtlich war. Dahinter steckt mehr. Er war nicht nur wütend auf dich, sondern auch auf sich selbst. Er denkt, er wird Riley verlieren. Hast du das von Riley? Nein. Niemand hat's mir erzählt. Ich fühl's. Sicher, dass es nicht... Es ist nicht nur in meinem Kopf, Gabe. Versprochen. Es liegt nicht an Stress, Medikamenten, Trauma oder sonst was. Es ist real.
Kannst du mir sagen, was ich gerade fühle? So funktioniert das nicht. Es geht nur, wenn du starke Emotionen fühlst. Oh. Ich erwarte nicht, dass du mir glaubst. Das tut niemand. Du fühlst also wirklich, was andere Leute fühlen? Ja. Du gehst sozusagen in ihr Herz. Ich denke schon. Alter, du hast Superkräfte. Jetzt verarschst du mich, oder? Im Ernst? Hast du irgendwas gehört, was ich gerade gesagt habe? Es ist furchtbar. Okay, okay. Superkräfte ist vielleicht zu viel. Aber ich weiß die meiste Zeit nicht, was mit den Leuten los ist. Charlotte versucht mir beizubringen, meine emotionale Intelligenz zu erhöhen, aber das ist ein anderes Level. Ich meine, du verstehst sie so richtig. Das ist echt besonders. Besonders? Das ist alles, was du dazu sagst? Absolut. Ich meine, es ist, was du draus machst, oder? Aber es ist egal, was passiert. Ich bin für dich da. Vergiss das nicht. Also, wann wolltest du mir von der Gitarre erzählen? Oh shit, du hast sie gefunden. Sollte eine riesige Überraschung werden. Überraschung? Und? Was denkst du? Ich liebe sie. Vielen Dank, wirklich. Kein Ding. Willkommen daheim. Oh, hey, was ist los? Hey, ist Ethan hier? Nein, er wollte nach Haus. Das war er, aber ich kann ihn nicht finden. Oh, er sollte doch nicht rumstreunern. Ich suche ihn. Gabe, warte. Vorhin, da habe ich mit Ethan gesprochen. Da meinte er, er will in die Berge und die alte Mine auschecken. Was? Warum hast du nichts gesagt? Tut mir leid. Wenn er wirklich da oben ist, müssen wir uns beeilen. Los. Okay, dann los. Ethan! Komm schon, geh ran, geh ran. Alex. Hier lang. Wow. Ich war ewig nicht mehr hier. Machst du nicht deinen Ranger-Kram in der Nähe? Privatgrundstück. Nicht mein Zuständigkeitsbereich. Dad hat mich früher oft hierhin mitgenommen. Ich war sein Bergarbeiterlehrling.
Das war natürlich, bevor man die Berge halb in die Luft gejagt hat. Hat's geklappt? Ich habe das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Ach, wenigstens haben wir so keinen Zeitdruck. Hey, alles okay? Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm, lass uns suchen. Dieser Bengel. Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Ich hätte was sagen sollen. Viel früher. Tut mir leid. Als er sagte, er will zur alten Mine, da dachte ich... Alex, es ist okay. Woher solltest du es wissen? Ist nicht deine Schuld. Ja. Aber dennoch. Ich werde mich umsehen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich schau mich um. Ich frag mich, wie Ethan in die Mine kommen wollte. Etwas sagt mir, die zwei passten nicht so gut zusammen. Alex, warum? Warum hast du nicht... Es bringt nichts, irgendwen die Schuld zu geben. Wir müssen ihn einfach finden. Schnell. Er hat recht. Alles, was zählt, ist Ethan zu finden. Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan lässt sich von seiner Angst nicht aufhalten. Ich bin froh, dass er hier ist. Was ist hier passiert? Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jet führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Dasselbe Symbol. Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da, das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja, gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Okay, Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Warte, also... Ist Ethan... Oh Mann. Denkst du, hier ist eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Das hast du im Comic gefunden? Ich versuche, das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen. Aber wie ist er wieder rausgekommen?
Silo. Wir kommen der Sache näher. Ist von hier auf das Förderband gesprungen? Ach, keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Scheiße! Achtung! Hey, cool. Du hast die Tür geknackt. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes, Alex? Feanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da. Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan? Ethan! Ethan! Ich bin unterwegs. Moment. Warte. Hier. Ethan? Alles okay? Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Nein! Nein, 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 nein! Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme... Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Ja. Ja, alles gut. Bist du sicher? Wenn nicht, ist auch okay. Nein, alles okay. Weißt du, wenn du das sagst, glaube ich dir sogar. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut.
Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel. Durch, Ethan. Ich komme. Du schaffst das, Alex. Geh zurück! Du verletzt dich noch! Ich werde nicht ohne dich zurückgehen. Ich bin bei dir, bis wir sicher sind. Für dich da, okay? Nein! Geh weg! Es ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey. Konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gabe hält uns. Wir werden nicht fallen. Er hält das andere Ende des Seils fest. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Und wenn ich es tue... Du wirst schon nicht fallen, okay? Es macht keinen Unterschied. Es ergibt keinen Sinn. Er muss sich beruhigen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg ist zu verstehen... ist zu fühlen, was er fühlt. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Durch seine Augen sehen. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Die neunte Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Aber es jagt mich. Sie jagt mich. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor... Shit. Es darf mich nicht sehen. Es darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich
Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Sie kommt zurück. Halt das Seil straff gehen. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Ja, Ethan? Ich habe immer noch so doll Angst. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ich hab dich. Was, wenn du loslässt? Scheiße. Glaubst du, der Stamm hält? Ich weiß es nicht. Aber wenn nicht, dann werde ich dich ganz doll festhalten. Versprochen. Okay. Ganz ruhig. Alles klar. Geschafft. Ich hab dich. Thank you.